Mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen, geht das? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Uns erreichte auf Rentenbescheid24 eine Anfrage eines Kunden und der wollte sinngemäß Folgendes wissen: Kann ich, wenn ich weniger als 45 Jahre Wartezeit erreicht habe, trotzdem mit Vollendung des 63. Lebensjahres abschlagsfrei in Rente gehen? Ja. Dies ist absolut möglich. Normalerweise könnten Sie in dieser Konstellation nur mit einer Altersrente für langjährig Versicherte oder einer Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit Vollendung des 63. Lebensjahres in Rente gehen und dann mit Abschlägen. Mit ein bisschen Hintergrundwissen und ein Geschick können Sie dennoch ohne Abschlag in Rente gehen. Und zwar geht das mit der Flexi-Rente ganz, ganz simpel, ganz einfach. Sie beantragen bei der Deutschen Rentenversicherung die besondere Rentenauskunft und fragen nach, wie hoch der Abschlag denn wäre, wenn Sie mit Vollendung des 63. Lebensjahres in die vorgezogene Altersrente gehen würden. Vorgezogene Altersrente meint immer die Rente vor der Regelaltersgrenze. Und die Deutsche Rentenversicherung wird Ihnen dann mitteilen, wie hoch der Abschlag ist, wie hoch der Geldwert ist, der monatlich sich in dem Abschlag ausdrückt. Und sie sagt Ihnen auch, wie viel zusätzliche Beiträge Sie zahlen müssen, um den Abschlag zurückzukaufen, damit Sie mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen können. Und dann können Sie frei entscheiden, ob Sie mit einer Einmalzahlung oder mit jährlichen Teilzahlungen den Rentenabschlag zurückkaufen und so dann mit Vollendung des 63. Lebensjahres ohne Abschläge in Rente gehen. Oftmals sind in Altersteilzeitverträgen Klauseln enthalten, dass der Arbeitgeber einen Ausgleich für die Rentenminderung zahlt, wenn Sie mit 63 in Rente gehen. Und da finde ich, da lässt sich doch leichter damit leben, mit einer Altersteilzeitregelung zum Beispiel mit 63 in Rente zu gehen, wenn der Arbeitgeber hier den Ausgleich entsprechend vornimmt oder einen Teilausgleich vornimmt. Oder der Chef will Sie loswerden. Ja, Sie gehören zum alten Eisen und auf einmal sind Sie nichts mehr wert. Dann setzen Sie doch geschickterweise die Karte als Trumpf. Und sagen ihm, dass Sie, wenn Sie mit 63 in Rente gehen, hatte ich ja eigentlich nicht vor, da in Rente zu gehen, Abschläge bekommen würden, wenn Sie mich jetzt entlassen. Warum machen wir uns das Leben so schwer, Chef? Sie zahlen Steuer- und SV-Abgaben frei, den Ausgleichsbetrag als Abfindung an die Deutsche Rentenversicherung und schon sind Sie mich los und ich kann abschlagsfrei mit 63 in Rente gehen. Das ist doch ein guter Deal, oder? Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema, nutzen Sie unser Beratungsangebot, früher in Rente gehen oder stellen uns eine Anfrage auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.